Dentale Fotografie ist mittlerweile eine Schlüsselqualifikation in der modernen Zahnmedizin geworden. Dentale Fotografie ist heute ein Must-Have in den Praxen, auch in den Laboren geworden, um gewisse Dinge einfach besser zu verstehen und auch zu sehen. Sie tauchen in diese neue Faszination der Makrofotografie rein und sehen Dinge, die Sie so mit dem bloßen Auge nicht sehen. Sie können sie festhalten und können immer wieder diese Dinge abrufen. Damit haben Sie die Chance, sich auch technisch und von der Qualifikation zu verbessern. Die dentale Fotografie hat mich schon viele Jahre begleitet, über 30 Jahre. Ich hatte das große Glück, bei einem Fotografenmeister über die Schulter zu schauen. Das hat mich sehr geprägt. Ich habe in den letzten Jahren viele Dinge auch im OP-Bereich, im Redaktionssektor, unterschiedliche Dinge sehen dürfen und konnte immer wieder dazulernen. Für mich war die dentale Fotografie ein ganz wichtiger Begleiter, der mich auch beruflich als Zahntechniker Meister immer sehr geprägt hat. Ich habe versucht, dieses auch vielen Schülern weiterzugeben und auch meine Begeisterung für diese Dentalfotografie den Leuten schmackhaft zu machen. Ich möchte Ihnen zeigen, wie man in der dentalen Fotografie sehr unkompliziert zum Ziel kommt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch mit verschiedenen Systemen, verschiedenen Kamerasystemen und auch mit verschiedenen Bodies eigentlich hier zu arbeiten. Es bedarf natürlich einer gewissen Einarbeitungszeit. Man muss gewisse Dinge einarbeiten. Man muss sich auch Einstellungen dann neu dran gewöhnen, weil die Kameras sind sehr komplex. Auch das Zubehör ist heute auch ein wichtiger Punkt. Welchen Halter nehme ich dann, welchen Spiegel und vor allen Dingen auch der Ausschnitt nachher, auch ein ganz wichtiges Thema und vor allen Dingen auch nachher die Schärfentiefe, die das alles abrundet. Das ist ein sehr spannendes Thema, ich freue mich Sie. Ich heiße Wolfgang Weiser und ich bringe Ihnen alles bei.